Willkommen zurück, meine Lieben, zu einem weiteren Part Not So Berry. Für mich ist es eine halbe Ewigkeit her. Wir sind in der neuen Safe-File gezogen und ja, unser Koopy hat sich ein bisschen verändert. Da ist er, unser Schnuggiputz. Er ist richtig so im Karrieremodus, sage ich jetzt mal. Ich zeige ihn euch ganz kurz. Er hat eine ganz andere Frisur, ein ganz anderes Outfit, so richtig dieses Politische an sich, musste ich einarbeiten. Und ich finde, er sieht wirklich schnuckig aus. Sein Bart habe ich ihm weggenommen, aber ich meine, das ist so eingestellt, dass der immer wieder kommt, weil ich das so cool finde mit diesem Rasieren. Und natürlich haben wir aktuell Besuch. Unsere Simone ist gerade da und wie im letzten Part gesagt, schaut euch schon Ricky sein Schnurrbartchen an, voll süß. Sind die beiden wieder in das Haus seiner Eltern eingezogen, hier nach Strangerville. Und ja, wir haben eine Wohnung für die beiden gekauft. Das habe ich jetzt nebenbei noch in die Startschleusen gegeben. Sie haben sich eine Wohnung zusammen gekauft, die wird aktuell renoviert, saniert, alles modernisiert und sobald das fertig ist, werden sie einziehen. Sie können sich das leisten. Koopy verdient mit seiner Politikerkarriere ziemlich gut und ich dachte mir, wir spielen heute einfach mal drauf los. Unser heutiger Plan ist, als Ratsmitglied einmal 5 Stimmen sammeln. Sichere Stimmen, indem du andere Sims mit anderen Sims Kontakte knüpfst. Das müssen wir machen, das ist auch in der Challenge so vorgegeben, dass wir uns gut mit den Leuten gut stellen müssen. Unser Ricky wird uns begleiten, der darf von zu Hause aus arbeiten und müsste joggen gehen. Das werden wir auch mitmachen, er ist gerade ein bisschen gelangweilt. Unsere süße Sherry hat heute ausnahmsweise schulfrei, weil ich den Schulmod von Artependigo rausschmeißen muss. Dadurch hat sie jetzt einen Tag Urlaub und unsere süße Evolette natürlich auch und unser kleiner Bruder auch. Ich werde die höchstwahrscheinlich zu Hause lassen, die 3 Kinder. Aber worauf ich auf die Sherry überhaupt zu sprechen komme, wir werden mit der Sherry den Abschluss angehen. Wir haben morgen nämlich unsere Highschool-Prüfung. Heißt, wir werden aktiv an der Highschool-Prüfung teilnehmen, nur mit der Sherry. Denn wir haben danach Abschlussball. Leider können wir den Emiliano jetzt nicht mehr mit auf den Abschlussball nehmen, weil er schon erwachsen ist. Heißt, die wird einfach so mit einer Freundin gehen, denn unsere reizende, Moment, lasst mich gucken, Makalaya, hat die Sherry gefragt, ob sie freundschaftlich aufs Abschlussball-Date gehen wollen. Ich finde das so schön, dass die Mädels sich da unterstützen und zusammen dorthin gehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer von den anderen Schülern alles noch da ist. Wir haben hier einige drinne von ihren Freunden und ich habe ihr schon das Outfit zugewiesen und ich finde sie immer noch so, so, so cute. Ich habe auch mal überlegt, ob ich mit der Sherry eine Challenge nebenbei starten soll und sie mir dann als Rosim in einen neuen Safe-Fall holen will, weil ich finde, sie ist wie ihr Bruder ein Traum-Sim. Sie hat 100% von der Minty alles, 100% vom Trevor und die beiden sind so süß, aber ich finde die ganze Familie bezaubernd. Muss halt, weil es so eine lange Challenge ist und ich die anderen 2 Let's Plays ja auch habe, immer so ein bisschen runterfahren und kann die nicht so lange aktiv spielen. Das heißt, wir müssen einiges immer überspringen. Aber da ist unsere süße Lola. Gib ihr mal ein Küsschen, Koops. Genau, das ist heute der Plan. Wir werden heute Stimmen sammeln gehen für Koops Karriere. Wir werden morgen die Abschlussprüfung machen. Hoffen, dass sie besteht. Wir werden dann später noch die Nacht ein bisschen büffeln. Dann werden wir Abschlussball-Date haben. Ob wir mit der Molly uns treffen sollen, sie ein bisschen vor kalte Tatsachen stellen, weil wir haben ja beim letzten Mal ein bisschen Party gemacht mit den Mädels, mit unseren Geschwistern. Und das hat sie mitbekommen, dass mit Ricky da ganz schön, okay, es tut mir leid, zum einen klopfen sie hier in den Wohnungen rum, es wird anscheinend umgebaut, saniert, renoviert, Umbau, Auszug und draußen sind sie am Huben wie verrückt. Das sind 30 Grad, ich werde wahrscheinlich irgendwann den Ventilator anmachen. Deshalb entschuldige ich mich schon mal im Voraus für jegliche störenden Nebengeräusche. Seht es mir nach. Es sind 33 Grad draußen, das Wohnzimmer liegt direkt auf der Sonnenseite, da brutzelt ab 12 Uhr die Sonne drauf. Ich habe jetzt schon 28 Grad im Wohnzimmer und habe den PC hier laufen. Und es ist, seid mir nachsichtig, also wenn man da irgendwelche Geräusche zwischendurch im Hintergrund hört, das ist schlimm. Ich habe auch hier meine Kanne mit kaltem Wasser, mit Eiswürfeln und Zitronenscheiben stehen, heißt zwischendurch wird man Gong und von der Kanne aufsetzen und vom Glas aufsetzen zu hören sein. Aber ich wünsche euch dennoch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Part. Ich freue mich so richtig auf diesen Part. Hat lange gebraucht.
Ich hatte aber auch jetzt 4 Wochen keine Aufnahmen, wo ich aktiv was gemacht habe, weil ich so viel vorproduziert hatte neben der Uni und Stellensuche. Deshalb freue ich mich mal wieder, was aktiv zu machen. Deshalb werden wir ihn jetzt direkt mal über Politikerkarriere für Politik werben. Geringe Bestätigungsgeld fordern. Bestechungsgeld fordern? Nein, nein, Bestechung machen wir gar nicht. Wenn, dann machen wir das alles fair. Und wenn wir mal nicht gewinnen, dann ist es halt leider so. Hohes Bestechungsgeld fordern, Wahl sichern. Konservative Politik reden, über liberale Politik reden. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir werben erstmal für Politik, dass wir mal so gucken, wie der Emiliano da denn so zusteht. Schien sehr interessiert, als Cooper Fox seine politischen Ansichten vertrat. Politische Aktionen sollten mit diesem Sim nun leichter sein. Okay, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Wir sagen, wir reden mal über konservative Politik. Ich hoffe, dass es diese Art Politik, die gute Seite ist, sage ich jetzt mal. Was haben wir denn hier noch? Bestrebensziel erfüllen. Sheryl Rose umarmen. Oh, gucken wir mal. Können wir mit Politik schon reden, für Politik werben? Ich würde sagen, wir werben erst immer mal und sagen hier, ich bin Ratsmitglied, wir haben die Punkte durchgegeben, ich möchte mehr mit den Bürgern interagieren und gucken, was möchtet ihr denn überhaupt, damit ich das in den Rat weitertragen kann. Sie scheint auch sehr dran interessiert zu sein, das sind doch schon mal sehr gute Neuigkeiten. Wir versuchen es mal, wir versuchen mal hier uns die Wahl zu sichern. Bleib cool und mach keine Szene, das Bestechungsgeld ist wie erwartet in deine Tasche. Was, wieso Bestechungsgeld? Wieso, oh mein Gott, wieso sind denn jetzt... Bleib cool und mach keine Szene. Das Bestechungsgeld ist wie erwartet in deine Tasche gewandert. Genieß die harte, verdiente Kohle. Ich wollte sie nicht bestechen. Ich wollte ihre Stimme mir sichern. Dank einiger gelöster Probleme, einer selbstsicheren Ausstrahlung und nur wenig leere Versprechen konnte Cooper Fox die Wahl von Allah erfolgreich sichern. Also okay, wir haben ihre Zusage, aber Kurfahrt versucht, ihre für seine politischen Absichten zu werben, konnte er jedoch nicht überzeugen. Können wir unseren Ricky überzeugen? Wo ist denn der überhaupt, unser Schatzi? Ricky. Und wen haben wir hier noch so? Wir haben den Simone, den Parker, wir haben den Lucha und die Fahira. Sag Ricky, Schatz, wie sieht's bei dir aus? Okay, das sieht sehr interessant aus. Okay. Okay. Okay, sie schienen soweit alle sehr interessiert an dem Ganzen. Rede mal mit ihm darüber, um zu gucken, was er da so zu sagt. Ihr müsst mir sagen, was ihr gerne haben wollen würdet, wie es ausschaut. Geh mal das Thema an. Ich habe halt keine Ahnung, was die Leute hören wollen. Man hat halt auch keine Information irgendwie, oder? Wir haben auf jeden Fall schon mal 2 von 5 Stimmen. Er scheint sehr interessiert. Okay, ich würde sagen, wir reden nochmal über konservative Politik. Oh, der erste Eindruck ist ja schon mal nicht so gut. Okay, wir versuchen. Sie werden für Politik werben, sagen hier, jeder hat eine Stimme, jeder sollte die auch bitte einsetzen. Hast du irgendwelche Wünsche, was dir jetzt in den letzten Jahren aufgefallen ist? Sie scheint auf jeden Fall sehr interessiert. Es ist schon interessant. Es ist echt interessant. Ich habe keine Ahnung. Mach mal eine Parodie, sag hier, wir sind wirklich engagiert, wir sind ein relativ junges Team und möchten die Bürger mit einbeziehen. Deshalb, wenn ihr was auf dem Herzen habt, meldet euch, sagt es mir bitte. Hat das gereicht? Das werden wir jetzt erfahren, ob Cooper sie überzeugen konnte. Ich weiß nicht, warum wir 518 Simoleons bekommen haben. Ich vermute, dass das wieder... Wir haben es gekriegt. Ja, wir haben schon 3 Stimmen. Wen haben wir denn noch hier so sitzen? Wir haben hier eine Amelia.
Cooper, freundlichst vorstellen, dann werden wir unsere Bardame auch noch fragen und sagen, hier, wie sieht's denn bei dir aus? Ich weiß, dass wir uns nicht so gut kennen, aber würdest du... würdest du gerne Sex mit mir haben? Oh mein Gott. Ich dachte, du würdest nie fragen. Kein Interesse. Du bist direkt. Das mag ich aber jetzt nicht. Kein Interesse. Alter Schwede. Nein. So, nein, sag ich. Ich bin in einer glücklichen, festen Beziehung. Auch wenn mein Schatz hier an der Bar ist. Ich bin glücklich. Und Cooper, du wolltest eigentlich hier mit der Amelia. Er hat einen ersten Eindruck von Schwarm ihr gegenüber. Oh, oh mein Gott, Cooper. Cooper, mach mich nicht fertig. Red über Politik, werbe mal. Dann schauen wir mal. Können wir uns ihre Wahl sichern? Reicht der Freundschaftsbalken schon so weit aus? Und? Yeah, nice. So, jetzt werden wir unseren Barkeeper noch fragen und interviewen, wie er zu dem Ganzen steht. Was er sich so für die Zukunft, für die Stadt, für die Bürger wünscht. Und? Sagt er ja? Ja! Dank einiger gelöster Probleme, ein selbstsicheres Auftreten. Yes, wir haben es geschafft. 5 Stimmen zu sichern. Ricky, das müssen wir feiern. Wir haben es geschafft. Gesteh mal die Liebe in aller Öffentlichkeit. Sag hier, mein Schatz, es läuft so gut. Wie er guckt. Wie er schaut. Gib ihm mal einen wilden Kuss. Gib ihm mal einen wilden, leidenschaftlichen Kuss. Und sag, Kuba, du hast es dir verdient. Du bist ehrlich zu den Menschen. Du verstehst die Leute. Genau das brauchen wir für uns in unserer Politik. Wir haben es einfach geschafft. Wir haben 5 Stimmen gesammelt. Okay, nee, wir wollen jetzt keinen leidenschaftlichen. Ei, wie süß. Och, das ist cute. Ist das süß. Ist das süß. Okay, ich glaube, unsere Kamera müssen wir noch ein bisschen warten. Aber wir haben es geschafft. 5 Stimmen heißt, wir können uns jetzt einen schönen, romantischen Tag machen. Ich würde sagen, ich habe gerade eine sehr, sehr spontane, spontane, coole Idee. Die versuchen wir einmal umzusetzen. Und mal gucken. Wir werden uns hier einmal den Wettbewerb ansehen. Wir haben unsere beiden Schwestern eingeladen. Die sind ja heute nicht in der Schule. Wir gucken mal, ob wir vielleicht irgendwie einen Ausritt hinbekommen. Ob wir irgendjemanden mit Pferd hier finden, dem wir das Pferd vielleicht ein bisschen ablunsen dürften. So, meine Lieben, ich habe es jetzt doch spontan hinbekommen. Ich hoffe, wir können dann das machen, was wir wollen. Und zwar sind wir jetzt gerade zur Destiny gereist. Die hat hier 4 Pferde. Und wir versuchen jetzt mal, ob wir aufsteigen dürfen. Ich würde sagen, wir versuchen erstmal mal den Hals zu kraulen. Der Cooper hat hier einen American Paint Horse. Der Name ist leider noch nicht drin. Wir haben hier einen Berber Horse. Und wir haben ein ein Sheer Horse. Und wir haben einen Andalusier, wo die Evolette sich jetzt mal vorstellen wird. Hoffe ich zumindest. Kannst mal hier ein bisschen reden. Die Sherry wird sich hier ein bisschen reden. Und unser Ricky, der jetzt einfach wegrennt, wird sich hier mal unterhalten. Ich werde den mal ganz kurz allen ein bisschen die Bedürfe soweit hochziehen. Haben wir das soweit? Okay, dann musst du aufsteigen, Cooper. Ich hoffe, das Pferd lässt dich aufsteigen. Und? Boah, schön. Und, Coops? Und? Yes! Cooper sitzt im Sattel. Okay, ihr Süßen, wir versuchen's, aufsteigen. Aber er sitzt und die Sherry gleich auch und die Evolette auch. Ricky, du willst noch nicht? Doch, oh, okay. Sherry sitzt auch im Sattel, Evolette sitzt im... Oh nein, Süße, oh nein, Süße, oh Gott. Puff. Oh nein. Warum? Dann musst du noch mal ein bisschen hier mit der Stute reden. Pferdepflege,
kannst das Fell mal bürsten. Dann müssen wir erst ein bisschen Vertrauen aufbauen. Du kannst die Hufe mal säubern. Aber die anderen sitzen alle ganz fest im Sattel vorerst. Und guckt mal, wie sie aussehen. Knuffig, oder? Hallo Ricky, wo willst du hin? Du willst direkt los, ne? Habe ich so den Eindruck, du willst direkt los. Oh nein, vom Pferd abgeworfen. Aua, Evolette hat leichte Schmerzen, nachdem sie von einem Pferd geworfen wurde. Das kann ich mir vorstellen. Ich bin auch schon zigmal runtergefallen und das tut wirklich weh. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber es sind so schöne Geschöpfe und du kannst wirklich einen Freund fürs Leben und eine Freundin fürs Leben in ihnen finden und sie gehen mit dir durch dick und dünn, beschützen dich, wenn irgendwas ist. Sie sind sehr einfühlsame Wesen. Oh Gott, die Beziehung, die wird nichts. Ich sehe andauernd nur die roten Pfeile. Wir versuchen es nochmal mit den Hufen. Vorsichtig, ne, nicht so feste. Und dann, ja, werden wir unseren Ausritt starten. Ich finde es so lustig. Ich finde es so lustig. Wir werden der Destiny dann... Sherry, was machst du? Aber sie ist total hier im Cowboy-Fieber. Oder? Ich find's so cool. Ah, ich hatte die Idee gerade und dachte mir so, ja komm, wir machen das. Bitte lass sie sitzen, Süße. Bitte lass sie sitzen. Sie ist wirklich eine ganz Süße und eine ganz Liebe, auch wenn sie ein bisschen unbeholfen ist. Jetzt fliegt der Nächste vom Pferd. Jetzt ist die Nächste oben und der Nächste fliegt vom Pferd. Ja, weil wir die ganze Zeit hier nur so rumstehen. Da musst du mit ihm... Ist eine Stute oder ein Hengst? Ein Hengst. Okay, musst du nochmal mit ihm reden. Hier für Vereinigte Welt protestieren. Kommen die anderen dann auch? Sherry, komm du auch mal hierher? Koops, aufpassen. Okay, rückwärts. Okay, rückwärts kann man das natürlich auch machen. Oi, 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 oi. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Leute, wir gehen ausreiten. Oh nein, Ricky. Du hast echt kein Glück mit deinem Pferd. Fellbürsten. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, aber irgendwie, der Ricky hat kein Glück mit seinem Pferd. Ziemlich unbeholfen haben sie sich jetzt in Gang gesetzt und ich hoffe, der Ricky, wird ihnen folgen. Keine Pferde mag. Nein, ich würde sagen, sie mag Pferde. So, Ricky. Steig auf. Gut im Sattel festhalten. Na, das gibt's nicht. Okay, wir müssen einmal kurz den Hals kraulen beim Ricky. Und hier sind sie und machen total die... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sieht ja lustig aus. Aber hey, sie machen einen Ausritt. Die Pferde hängen zwar so ein bisschen ineinander, aber da haben wir sie. Da haben wir sie. Ich habe sie jetzt gerade einmal umgezogen. Der Ricky versucht jetzt mit seinem Pferd nochmal so ein bisschen die Beziehung aufzubauen. Wird dann nachkommen. Aber ist das nicht putzig? Wie sie da so hintereinander her schreiten, ganz entspannt, vorsichtig und machen einen Familienausflug. Sie reiten zusammen aus. Oha! Er hat eine Gehaltserhöhung bekommen, unser Trevor. Mega cool. Okay, Ricky. Ihr schafft... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr schafft das. Ihr müsst nur den anderen in Ruhe nachkommen, ohne abzuschmeißen. Okay, 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 es wird. Es wird. Er dotzt wie ein Flummi im Sattel, aber er versucht, die anderen einzuholen, während die anderen ganz gemütlich vor sich hin schleichen. Sie werden gut Popo-Schmerzen danach haben. Aber ich finde es so cute. So cute. Bei euch klappt es jetzt auch? Sieht zumindest ein bisschen besser aus als zuvor. Bitte nicht abschmeißen, bitte nicht. Es tut mir leid, dass er dir so im Kreuz rumjuckelt und rumbounzt. Ich weiß, das ist absolut nicht schön vom Gefühl. Aber es wird. Es wird besser. Je mehr man es übt und je mehr sich die Körperbeherrschung antrainiert, wird es besser. Es dauert, aber es wird Stück. Okay, wir machen jetzt mal hier kurz die doppelte Geschwindigkeit, dass Ricky aufholt. Und er tritt die ganze Zeit nur aus. Das ist so genial. Okay, jetzt sind sie gleich auf. Gleich auf und unser Einhorn, guckt mal, wie süß. Sie hat ein Einhorn und direkt Sandy in der Hand. So cute. Wie sie sich runterrutschen lässt. Ja gut, dann können wir mal hier... Ah, es geht. Ach Leute, ich bin auf dem Pferd gewesen.
Ich war ausreiten mit meinen Geschwistern und mit meinem Partner. Okay, Kups, ich würde sagen, Hals kraulen. Ja, das geht. Super. Schön. Ricky, wo bist du? Du musst auch den Hals kraulen und sagen, hey, super schön. Lieb, dass du mich bisher jetzt nicht runtergeworfen hast. Oh, Kups stinkt voll. Zack. Aber hey, das läuft doch schon voll gut. Das läuft doch voll gut. Howdy, ich möchte dich freundlich darauf hinweisen, dass das Reitzentrum von 7 bis 19 Uhr geöffnet hat. Falls wir geschlossen haben, komm einfach morgen zurück. Das ist super lieb. Dankeschön. Okay. Uiuiuiuiui. Okay. Unser Ricky hat ein sehr temperamentvolles Pferd bekommen. So wie das hier rumtänzelt und aktiv ist. Coop, steigst du auf? Dass wir weiterreiten können. Ah, das ist cool. Ich freue mich gerade voll. Ich hoffe, euch gefällt es bisher auch. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like und einen Kommentar von euch freuen. Wenn du ganz neu bist, möchte ich dich ganz herzlich willkommen heißen. Und ja, hier bei unserer Not So Berry Challenge, die vielleicht ein bisschen anders läuft, als wie du sie vielleicht so gewohnt kennst. Und ja, ich freue mich sehr, dich dann willkommen heißen zu dürfen. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter. Die Süßen werden jetzt noch weiter ein bisschen ausreiten gehen. Wo können wir denn überhaupt hinreiten? Wir haben hier so eine schöne große Fläche. So süß. Da hat der Nächste hingeäppelt. Süß. Ah, schön. Sie hockt ein bisschen schräg im Sattel. Die Füße sind voll unterschiedlich hoch. Aber hey, sie ist... Doch, sie ist rausgeflogen und er ist aus dem Sattel geflogen. Genau, die Sherry ist nicht vom Pferd gefallen. Und? Tun eure Popos schon weh? Ich denke schon, oder? Von den paar Minuten kann ich mir das gut vorstellen. Aber hey, wir waren ausreiten. Die Süßen haben was zu viert gemacht. Gerade die Zwillinge, die sind ja... Also sie sind keine Zwillinge, aber man könnte denken, sie sind Zwillinge. Aber ja, ist das schön, oder? Ich finde es cool. Also mir gefällt's. Haben sie nach dem 5-Stimmen-Sammeln, haben sie sich zusammen... Oh, okay, wir trennen uns jetzt. Okay, Cooper geht auf den Steinen. Das ist nicht so angenehm, aber okay. Wenn er fällt, dann tut's weh. Aber hey, wir haben einen Ausritt gemacht. Morgen ist der Sherry ihre Abschlussprüfung. Wir müssen noch ein bisschen büffeln und begleiten sie dann, bringen sie durch die Prüfung und ja, werden am nächsten Tag unsere Abschlussfeier haben. Werden dann auch bald den Geburtstag von ihr feiern. Mal gucken, wie viel wir reinnehmen in die Folge. Ich muss das ja auch alles gut dann runterkürzen und zusammenschneiden. Aber ich würde sagen, das war doch schon mal ein sehr gelungener erster Tag für die Folge. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann, sobald die Sims wieder wach sind und wir in der Schule sind. Denn ja, wir wollen ja der Sherry ihre Abschlussprüfung noch positiv bewältigen. Ich hoffe, sie ist von den Schulnoten her soweit gut aufgestellt. Sollte sie aber eigentlich, weil sie ist eine Einser-Oberschülerin. Deshalb mache ich mir da eigentlich keine großen Sorgen. Und guckt doch mal, wie schön sie alle hier in einer Reihe stehen. Hätte ja nicht gedacht, dass das funktioniert, aber mega cool. Zum Repräsentanten und verdient jetzt 227 Simoleons pro Stunde, hat einen Bonus bekommen von 3.049 Simoleons. Und unser Ricky hat auch gute Arbeit zu Hause geleistet. Der Chef ist sehr, sehr zufrieden und hat 518 Simoleons bekommen. Heißt, ich werde mir da mal ein paar Screenshots von machen und ich muss dann individuell einfach mal gucken, wie viel Geld die beiden für das Apartment dann abgezogen bekommen. Ja, unsere Minty ist wach, der Hanse Haushalt ist wach, die Sherry hat sich soweit schon fertig gemacht für die Uni. Für die Uni sah schon. Für die Arbeit ist ich hier am Frisch machen, wir danach ein bisschen Reden üben. Okay, Süße. Anrufen funktioniert, glaube ich, jetzt nicht mehr. Wir dürfen gleich in die Schule. Jetzt wird gepaukt. Unsere ganzen Highschool-Schüler sind da. Also ich wäre aufgeregt. Ich war damals zu meiner Prüfung sehr aufgeregt. Was haben wir hier? Veggie-Pizza-Rolle. Ja, hol dir das. Das ist doch lecker. Nee. Sherry Rose hat sich gründlich auf die nächste Prüfung vorbereitet. Ja, im Gegensatz zu ihren Mitschülern ist sie sehr gut vorbereitet. Deshalb werden wir jetzt einfach mal gucken, ob wir vielleicht die Zeit nutzen. Wir werden uns einmal unsere Noten anschauen. Ich weiß gar nicht, in welchem Fach sie ihre Prüfung schreibt. Um 10 Uhr geht's los. Ich bin so aufgeregt. Das haben wir mit dem Cooper leider nicht so zügig gemacht, so richtig. Deshalb machen wir es mit der Sherry jetzt. Aber ich freue mich. Dann ist sie auch fertig mit der Schule, kann mit Emiliano zusammenziehen, kann ihr Leben leben. Die beiden werden heiraten und können
ja, eine glückliche Familie werden. Wir müssen mal gucken, was wir ihr als Job dann geben. Ich bin sehr unentschlossen bei ihr. Wir werden mal Sympedia ein bisschen durchforsten. Vielleicht können wir das als Lernrecherche noch betreiben. Und. Ah nee, wir müssen uns auf den Unterricht vorbereiten. Okay, wir sind jetzt auf dem Weg schon zum Unterricht. Okay. Es geht gleich los mit der Prüfung. Sherry, du schaffst das, versprochen. Du hast die Nacht durchgebüffelt. Nee, geh mal lieber in deinen Raum, wo du hin musst. Genau. Es hat gerade ein bisschen gebackt, aber sie wird jetzt an der Prüfung teilnehmen und wird zur Prüfung gehen. Feueralarm. Übung endet in. Wir haben Feueralarm. Seit wann gibt's das denn? Gebäude evakuieren. Ja, was ist mit unserer Prüfung? Leute, was ist mit unserer Prüfung? Wir wollen morgen unseren Abschlussball feiern und dann unseren Abschluss machen. Okay, die Sims verlassen alle das Gebäude. Oh nein, was eine Prüfung. Was eine Prüfung. Ach, du liebe Neune. Oh Gott. Also das habe ich nicht beabsichtigt und nicht geplant gehabt. Also dass das jetzt passiert, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, wir schreiben jetzt schön die Prüfungen. Geben unser Bestes. Ach Gott, sehen die süß aus. Okay, Leute. War nur eine Übung. Ich hoffe, wir dürfen die Prüfung danach noch antreten. Aber erst wird jetzt mal sich hier schön versammelt und schön abgewartet, bis die Zeit rum ist. Okay. Wir wollen die Prüfung schreiben, dran teilnehmen. Jetzt ist einfach Feueralarm. Ah, das ist ja wieder typisch. Na, Süße. Oh, die Simone ruft an. Hey, Ro Sherry. Ich bin eine Zeit lang in der Stadt und wollte fragen, ob ich ein paar Tage bei dir unterkommen kann. Das wird bestimmt lustig. Wir sind schon 9 Personen. Wir haben gar kein Gästebett in unserem Haus. Es tut mir leid, Simone, aber das geht leider nicht. Ja, und sie wird jetzt mit Makayla mal wegen dem Abschlussball quatschen und wird ihr sagen, hier, ich habe mein Kleid schon, wie sieht's bei dir aus? Mein Kleid ist rot und deins, wird das auch rot sein oder wirst du was anderes tragen? Und die, sage ich ihr Namen eigentlich richtig, Makayla, wird sagen, sie weiß es noch nicht so ganz genau, sie würde das eher spontan handhaben. Und die beiden werden jetzt mal tratschen und sagen, hey, ich finde es voll schön, dass wir zusammen auf den Abschlussball gehen. Ich so, ja, ich dachte mir wegen deinem Freund, der ist ja jetzt schon raus aus der Schule, dass du nicht alleine kommen musst, auch wenn du alleine gekommen wärst. Das steht nicht zur Frage und zur Debatte. Aber sie sagt, hey, ich finde es wirklich total cool. Und jetzt reden sie so ein bisschen über den aktuellen Highschool-Klatsch, wer mit wem gedatet hat und wer mit wem ausgeht zum Ball. Also wirklich total schön. Sie wird ihr mal ein Kompliment machen. Dann stell dich doch mal der Rektorin vor. Vielleicht können wir den Abschluss bei ihr auch früher beantragen. Dann schreiben wir die Prüfungen halt nicht, wenn wir Einser-Schüler sind. Gehen wir halt direkt den vorzeitigen Abschluss machen. Sie sagt dann, hi, wie sieht's denn aus? Muss ich die Prüfung denn jetzt noch mitschreiben? Oder kann ich auch, ja, vorzeitig den Abschluss machen? Wir machen es jetzt einfach. Wir machen es einfach und testen das. Oder geht es da nicht mit dem Abschluss bei mir? Wobei, stopp, 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 stopp. Das lassen wir mal. Wir machen das nicht. Wir machen das dann später am PC, wenn der Abschlussball hinter uns ist. Aber du kannst dich ja mal allgemein drüber informieren. Die Highschool abbrechen wollen wir. Kannst du mal kennenlernen. Sagen hier, wie sieht das denn jetzt aus? Darf ich überhaupt an der Prüfung noch teilnehmen? Heute nach der Schule findet eine Prüfungsvorbereitung statt. Alle Schülerinnen und Schüler sind eingeladen, solange sie möchten, in Klassenraum 2 danach teilzunehmen. Okay, wir werden jetzt einfach mal ein bisschen Basketball spielen, um unseren Highschool-Sportunterricht so ein bisschen zu verstärken. Wir haben Kent dabei und die Makayla und wir haben jetzt jede Sekunde die Mittagspause rum. Nachmittagsunterricht endet. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die Süßen weiterhin mitmachen. Wir werden jetzt trotzdem nochmal das neu starten. Wo ist der? Ja, mit der Prüfung, das hat jetzt leider nicht so gut geklappt, wie ich es vielleicht wollte. Gut, wir werden dann halt morgen ganz entspannt den Abschlussball um 6 Uhr morgens. Okay. Das ist ein bisschen verrutscht, die Zeit.
Aber okay, gut, dann machen wir halt um 6 Uhr morgens unseren Abschlussball. Und werden sie danach ja zum vorzeitigen Abschluss einladen, werden sie älter machen, vielleicht sogar noch in dem Part oder vielleicht dann eher im nächsten Part, sonst wird das viel zu viel und viel zu lang auf einmal. Aber ja, die Schule ist jetzt jede Sekunde vorbei und wir dürfen, denke ich, jetzt dann gleich nach Hause. Da ist er, unser Schatz. Da müssen wir ja dann erstmal gleich ihnen schön leidenschaftlichen Kuss geben. Wieso, ich muss das jetzt erstmal meiner Mutter schreiben. Sie so, Mama, ich durfte meine Prüfung nicht schreiben. Jo, 2700 Euro. Wow, Kupa, du bist echt der Wahnsinn. Oh, schön. Pass auf mit dem Eis. Nicht, dass du es eben an die Jacke schmierst. Schön, oder? Oh, süß. Die beiden werden dann bald heiraten. Könnt ihr es glauben, dass die einfach schon heiraten wird, die Sherry? Beim Cooper ist es so ein On-Off-Ding. Hey, wie geht's? Ein Freund von mir hat gehört, wie toll du bist. Möchte gerne, darf ich deine Nummer geben? Jups, machen wir doch gerne. Oh, Hirnfrost. Das tut gut. Das tut gut. Das tut gut. Braucht mit, was? Braucht ein romantisches Interesse, um mit dem Knuddelscooter zu fahren. Hä? Dann fahren wir halt die Horrorbahn. Oh, nee. Und wie war's? Seid ihr jetzt gefahren oder nicht? Was macht ihr hier als Leute? Was macht ihr hier? Und fährt er mit? Auf jeden Fall. Abschlussball haben wir soweit geplant. Auch wenn die Süßen hier die ganze Zeit stehen. Und sie sagt dann eben so, hey Schatz. Ich werde dann morgen meinen Abschlussball haben. Heißt, ich werde die Schule vorzeitig fertig machen. Wir können dann zusammenziehen. Und er freut sich natürlich darüber. Super, dass es dann endlich losgeht mit ihrem gemeinsamen Leben. Dass sie sich dann aufbauen können. Sie werden dann mal ein bisschen romantisch zusammen tanzen. Trevor hat 3472 Modions mitgenommen. Meine Güte, habt ihr Geld ohne Ende. Halleluja. Süß, oder? Voll süß. Schön, schön, schön. Ne? Ja, die beiden, die sind schon ein super knuffiges Paar. Wusstet ihr eigentlich, ich hatte ja eigentlich den Plan, dass der Emiliano mit dem Cooper was anfängt. Aber die beiden, die haben sich dann Hals über Kopf verliebt. Das hat von Anfang an gepasst. Wo ich mir dachte, okay, gut, das jetzt wieder kaputt zu machen, das wäre fatal. Deshalb habe ich die Finger von ihnen gelassen und habe ihnen dann halt den romantischen Vortritt da gelassen. Ich finde, die beiden geben so ein süßes Pärchen ab, auch wenn sie irgendwie ein bisschen größer wirkt als er. Auch guck doch mal, wie süß das ist. Voll schön. So, wie geht's euch denn? Oh, Schatz, hier hast du deine Periode. Übelkeit. Oh nein. Spiel mal mit deinem Bruder. Deinem Bruder geht's auch nicht gut. Och Leute, ihr dürft doch nicht die Köpfe so hängen lassen. Wir gehen dann bald nach Hause, ne? Wir müssen uns dann noch vorbereiten für unseren Abschlussball. Uns schick machen, schön ausschlafen. Durch die Zeitverschiebung ist der Abschlussball nämlich einfach um 5.52 Uhr bis kurz vor 10. Aber hey, warum nicht? Und ich würde sagen, wir laden die Molly dann mal ein und gehen den Schritt jetzt noch an, bevor wir dann den Abschlussball morgen und den letzten Part in dieser Folge dann angehen. Ich habe ein bisschen Angst, wie sie reagieren wird, unsere Molly, aber ich kann es nicht mehr. Ich kann es vom seelischen Leid für sie nicht mehr. Allein jetzt ist unsere kleine Bonnie da. Und gut, er weiß das nicht, das dürfen wir nicht vergessen, er weiß das noch nicht. Aber ich würde sagen, wir lassen Molly mit Simone glücklich werden. Die beiden sind ja fest zusammen. Aber dass die Molly nicht mal eifersüchtig ist, nicht den Schmerz erträgt, wenn sie die beiden zusammen sieht. Genau. Süße, durchgefallen. Süße, süße, süße. Mach mal ein Wuhu für deine Nerven. Ich habe was für dich. Ich habe die letztens gesehen. Und du siehst so heiß in deinem Anzug aus. Und er so, ah, du siehst in deiner Uniform auch nicht schlecht aus. Und er so, ich habe die gesehen und die hat so zu deinem Outfit gepasst. Oh, schön. Oh, süß. Cute, 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 cute. Ja, schön. Ah, ich finde, die beiden sehen so süß zusammen aus.
Vor allem in seinem Outfit für die Arbeit. Mega. Goldig, goldig. Pack die Uhr mal aus, ich will die Uhr sehen. Los jetzt. Die beiden, also ich weiß ja, mein Plan, wie der so ausgehen soll. Es wird nicht leicht, kann ich so einfach jetzt schon mal dahin sagen. Es wird noch ziemliche Höhen und Tiefen geben. Und ich bin mal sehr gespannt, ja, wie das Ganze vonstatten geht. Ja, er hat die Uhr jetzt bekommen und er wird dem Ricky natürlich jetzt nochmal Zuwendung. Ich liebe dich sagen. Vielen, vielen Dank, Schatz. Das bedeutet mir so, so, so viel. Er wird die persönlichen Gedanken nochmal austauschen. Und dann werden wir ein Techtelimächtli machen. Techtelmächtel machen. Bitte in eurem Bett, ne? Ich liebe dich auch. Oh, mein Herz. Oh, mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein Herz. Was ist hier? Wir lassen bei euch auch mal die Liebe gerade ein bisschen kündiger nur fruchtbar zu sein. Zuwendung. Ich liebe dich sagen. Ja, oh mein Gott. Molly schreibt. Molly hat sich getraut, uns zu schreiben. Ich fasse es nicht. Ich kriege dich einfach nicht mehr aus dem Kopf. Wie wäre es mit einer Verabredung zum Abendessen im Restaurant Steakhouse? Oh, scheiße. Ja, wir müssen jetzt Nein sagen, weil ich möchte sie nicht auf der Verabredung, so doof gesagt, abservieren. Nee. Wir sagen jetzt Nein. Und wenn die getächtelt haben, wird der Ricky schon mal ins Bett fallen, ein bisschen schlafen und wir werden Molly einladen, auch wenn es jetzt schon kurz vor 9 ist. Das wird was, das wird noch was. Oh mein Gott, das wird was werden. Mir tut Molly jetzt schon super, super leid. Aber wir machen es einfach. Wir ziehen das Ding jetzt durch, dass sie ihren Frieden hat, wir unseren Frieden haben. Wir ihr auch nicht andauernd wehtun. Ich bin so froh, dass du mich liebst, denn ich liebe dich auch so sehr, hat die Minty auf dem Trevor sein Ich liebe dich gesagt. Ich werde mal hier ganz kurz von allen so ein bisschen, damit das Techtelmechtel nicht so negativ jetzt ausfällt, hier ein bisschen was hoch machen. Und techtelt ihr jetzt auch ein Liebesrezept bitten? Wilder Kuss. Da sind sie, die beiden. Schön. Nee, das ist doch schon mal gut soweit. Hallo, Schatz, wie geht's dir? Übrigens, Lola habe ich voll vergessen. Unsere Lola ist zum Senior geworden, aber ich habe sie noch mal jünger gemacht. Und ich finde sie einfach so süß. Jetzt wird die Kaffeemaschine erstmal angebellt. Okay, die beiden haben schön die Bettwäsche wackeln lassen und haben ihre romantische Fähigkeit aufgebaut. Ja, okay. Coop, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst, Schatzi. Die Minty und der Trevor sind auch da hinten am Techteln. Mal gucken, ob sie vorbeikommt. Okay, sie wird gleich da sein. Er wird, so nett wie er natürlich ist, sie in den Arm nehmen und sagen, Molly, wieso hast du dich die ganze Zeit nicht bei mir gemeldet, nicht auf meine Nachrichten reagiert? Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ich hoffe, es geht dir soweit gut. Und sie sagt, ja, es war viel los. Einfach mit ihr ein bisschen quatschen. Wir werden uns dann nach draußen setzen, dass wir wirklich unter uns sind. Ja, zusammen sitzen an den Schachtisch und dann werden wir das ganze Thema angehen. Sie rückt natürlich nicht mit der Wahrheit hinaus, einfach aus Angst, dass er sie verurteilt, dass er den Kontakt komplett mit ihr abbricht, wenn sie wüsste, dass er die, ja, diese offene Beziehung, die im Raum steht, beenden möchte, würde sie über das ganze Thema, glaube ich, auch anders denken. Aber sie hat sich hier auch schon... Ach, du liebe Neune. Leute, was ist das? Wieso könnt ihr das nicht aufräumen? Das lasst ihr bestimmt nur für mich stehen, ne? Dass ich es dann wegmache, weil ich das immer gerne mache für euch. Sag Molly, ich bin so froh, dass dieses Gespräch jetzt zustande kommt. Und er wird sagen, hier Molly, ich hatte ja von Anfang an zu dir gesagt, dass das eher was Lockeres sein soll. Ich hoffe, du hast dir jetzt nicht so viel Hoffnung draus gemacht. Ich bin nur froh, dass du heute gekommen bist, diesen Schritt auf mich zugemacht hast, dich getraut hast, mit mir in der Konversation zu gehen. Ich weiß nicht, was bei dir die letzten Tage los war. Du kannst mit mir über jederzeit über alles reden. Und sie so, ja, da war so einiges los, aber ich bin jetzt mit Simone fest zusammen und habe auch die ganze Zeit überlegt, wie ich dir das sagen kann. Sie sagt ihm aber nicht, dass sie schwanger ist von ihm.
schwanger waren, dass sie ein Kind zusammenbekommen haben, sondern wir werden einfach jetzt hier, ja, Cooper wird sagen, wollen wir die Beziehung auf Eis legen, dass jeder seinen Weg gehen kann. Diese Liebe ist tot, eine andere Liebe kann keine Investition beistehen, Lebenskrise, ein Geist von einem Partner, Betrug, ein Wuhu-Leben. Wo? Ich würde sagen, die Liebe ist tot. Das ist von allem noch so ein bisschen am sinnvollsten. Und die beiden sagen, ja, okay, wir gehen diese Trennung jetzt ein. Ich bin sehr gespannt, ob wir jetzt was wegen der kleinen Bonnie bekommen. Aber sie waren ja nicht verheiratet. Klar ist sie jetzt total wieder Single. Es fühlt sich gut an, diese beengenden Beziehungen hinter sich zu lassen. Das ist halt das, wenn man sprunghaft ist. Aber er ist trotzdem hier, diese Liebe ist tot. Erst endgültige Trennung, gut wegen dem neuen Save-File. Aber wir werden sie trotzdem jetzt nochmal in den Arm nehmen, sagen, Molly, auch wenn wir Emotionen beruhigen, das können wir mal machen. Immerhin ist sie frisch gebackene Mama. Und dann werden wir sie nochmal in den Arm nehmen und sagen, Molly, wir bleiben trotzdem Freunde, wenn irgendwas ist. Du kannst jederzeit mit mir reden. Aber ich wollte einfach, dass dieses Thema aus der Welt ist, dass dich meine Handlungen nicht mehr verletzen, wenn wir uns spontan sehen. Auch wenn er davon nichts weiß. Er fand es halt schade, dass sie sich absolut nicht mehr bei ihm gemeldet hat. Sie hat ihren Grund, den wissen wir. Oh Gott, sie ist voll angepieselt. Oh. Ah, noch doch, er konnte ihr helfen. Okay, wir haben hier eine einvernehmliche Trennung auf jeden Fall drin. Er nimmt sie jetzt nochmal in den Arm. Oh, okay, nein, sie will nicht in den Arm genommen werden. Okay. Können wir auf Wiedersehen sagen? Dann schicken wir sie nach Hause. Ja, Molly und Cooper haben jetzt ihre On-Off-Beziehung, ihre lockere Beziehung jetzt komplett beendet. Er weiß immer noch nichts von dem Kind. Er wird ihr jetzt auf Wiedersehen sagen, sagt Molly hier, es tut mir wirklich leid, aber ich denke, es ist das Beste so. Werd glücklich mit Simone, gründet eine Familie, kauft euch ein Haus, eine Wohnung, geht euer Leben an. Und ich hoffe, sie überwindet die Trauer. Aber ich denke schon, sie ist so eine süße Maus. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das alles wieder in den Griff bekommt. Du bist ja immer noch wach. Und wieso stehst du immer noch hier rum? Wenn man die Spieloption aus hat, dass die Sims keine Selbstständigkeit machen, können sie auch nur rumstehen. Oh nein, Leute, ihr müsst ins Bett. Ihr habt um kurz vor 6 euren Abschlussball. Los, los, los. So, Sherry, du musst aufstehen. Es ist 5.46 Uhr. Kannst du schnell noch duschen gehen? Los, los, schnell. Schnell duschen, dass du frisch bist. Den Rest tun wir jetzt so, als wäre es schon erledigt. Ne? Und dann geht's gleich los. Oh mein Gott, oh mein Gott. Zum Abschlussball gehen mit. Die Violette bleibt zu Hause. Genau, wir machen nur die Sherry. Wir werden der Sherry einen Abschlussball jetzt feiern. All unsere Teenies sehen so wundervoll aus. Einer und eine schöner als der andere. Sie haben sich alle schön aufgebrezelt. Ich habe unsere... Wo ist sie? Hier vorne. Genau. Nee, da sind sie nicht. Na, wo ist sie? Wo ist unsere Abschlussballbekleidung? Hier hinten ist sie. Ist sie nicht wunderschön, wie sie sich rausgeputzt hat? Können wir ihr, wir müssen ihr auf jeden Fall mal ein Kompliment übers Outfit machen. Komplimente, Kompliment übers Outfit. Geben wir die Sherry hat sich gerade, ist sie nicht wunderschön? Sie hat sich gerade einen Fruchtpunsch geholt und ich finde sie so zucker süß. Da ist die Aufsicht. Wir müssen etwas essen, Abschlussball Königin, König wählen und natürlich ein bisschen tanzen. Wo haben wir denn die Tafel für Abschlussball und Abschlussball König? Ich habe leider keine Ahnung, wer von den ganzen Schülern so ein bisschen da nah ist. Deshalb würde ich sagen, damit wir vielleicht zusammen auf unsere Bühne kommen als Pärchen, würde ich sagen, der die Närrin ist die Makayla und wir versuchen uns. Na, das geht nicht, wir können uns nicht selbst wählen. Okay, dann müssen wir es anders machen.
Genau, zur Abschlussballkönigin werden wir unsere Sherry dann wählen. Und sie ist nicht so, so, so süß, oder? Sie haben sich echt alle so schön ausgeputzt. Wir haben mittlerweile 6:35 Uhr. Der Abschlussball ist halt frühst morgens. Können wir Musik einschalten? Freundschaftliches Foto machen mit Makayla. Als Andenken so schön aufgebrezelt, wie wir hier natürlich auch alle sind. Ja, die Sherry hat's dann geschafft. Wir werden den vorzeitigen Abschluss machen. Hier hätte jemand noch irgendwo Musik angemacht, höre ich gerade. Und ja, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie es wird. Sie sieht so, so schön aus in ihrem Kleid. Wieso kannst du nicht wählen? Okay, es klappt. Sie wird jetzt die Ballkönigin Kriere auswählen für sich. Und dann wird die Sherry nochmal kommen und ihre liebe Freundin dazu zum Narren dann zu krönen. Damit wir vielleicht zusammen auf die Bühne gehen können. Die sind auf jeden Fall hier fleißig am Abstimmen, die Sims. Ja, du musst halt auch mal eine Sekunde warten, bis es halt auch frei ist, statt direkt wieder abzuzischen, du Olle. Aber sie sind hier so schön alles am Essen holen, sich Zeit zu lassen für ihren Abschluss. Wir haben viele Teenager, hätte ich nicht gedacht. Aber Stück für Stück. Ich werde es wahrscheinlich noch 100 Mal anklicken müssen, bis die Sherry dann wirklich mal zum Wählen geht. Jetzt aber, oder? Wo gehst du hin? Hallo, jetzt ist frei. Du könntest jetzt wählen. Bitte komm mit deinem schönen Kleid her. Sind zum Folgen wir alle Schüler alleine wegschicken. Nee, wir gehen nicht zur Schule. Zur Schule gehen, nein, weil wir haben ja Abschlussball. Genau, so. Sie wählt endlich. Oh nein, jetzt gehen die alle. Wollt ihr mich verarschen? Nein, bitte nicht. Bleibt doch hier, wir wollen den Abschlussball machen, Leute. So, ich hoffe, dass die Schüler jetzt hier bleiben. Ich habe ein paar zurückgesetzt und hoffe, dass wir jetzt hier mal zusammen tanzen können und dass wir halt auch noch, Oh, es steht jemand schon am Pult. Okay. Wer wird nominiert? Sie so, guck mal, ich habe letztens ein cooles Foto von uns gemacht. Und wer wird nominiert? Okay, also mit den Zeitumständen, da muss ich dann nochmal gucken, das war jetzt nicht so gelungen. Oder wir müssen halt dann zu einer Uhrzeit zum Abschlussball gehen, wo die Sims halt fertig sind mit der Schule. Oder halt zu der Uhrzeit, aber das war heute natürlich jetzt ein bisschen blöd geplant. Aber bei Nominierung zusehen. Du auch? Okay. Jetzt kommen sie alle wieder. Nice. Alle zu hören bitte, hier kommt das Ergebnis der Abstimmung. Sherry hat die Krone an. Nein! Schade. Ah, schön. Aber unsere Sherry ist unsere Abschlussballkönigin. Ist sie nicht wunderschön? Dann werden wir jetzt nochmal schön zum Abschluss einen freundschaftlichen, langsamen Tanz zusammen machen. Weil wir wollen ja unsere Prinzessin, wo auch immer sie jetzt hingeht. Ah, hier macht ihr den. Okay. Schaut sie euch an, wie süß die zwei. Ich finde es total schön, dass ihr zusammen als Freunde zum Abschlussball gegangen seid. Deshalb müssen wir jetzt hier nochmal ein Foto zusammen von euch kreieren, dass wir das als Andenken für uns haben. Schade, dass sie nicht zum Narren gekrönt wurde. Aber hey, unsere Sherry ist die Prinzessin geworden. Fäuschen. Und habt ihr ein schönes Bild? Ja, komm, dann machen wir jetzt nochmal eins. Und ich hoffe, dass euch diese sehr, sehr lange Folge, ich habe sie euch so weit wie es geht runtergekürzt, soweit gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like, ein Abo und einen Kommentar von dir freuen. Hoffe, du freust dich auf die nächste Not So Berry Folge. Wir werden dann weiter mit Cooper und unserem Ricky was unternehmen. Wir werden die Karrieren weiter pushen. Wir gucken vielleicht mal, ob unser Apartment schon fertig ist. Sherry wird auf jeden Fall Geburtstag haben und dann ihr Abschlussdate haben, sage ich jetzt mal. Und da haben wir unser Bild. Das ist doch super cute. Können wir auch ein lustiges Foto machen? Schelmisches Foto, genau. Das fehlt noch. Auf, komm, macht nochmal ein Bild und dann werde ich die Folge an diesem Part beenden. Und hoffe, es hat euch soweit gefallen und freue mich natürlich sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet. Wenn es heißt, eine weitere Folge Not So Berry. Bis dann. Ciao, ciao.